Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 4.10. morgens um 9:30. Ja, heute mal ein bisschen später. Und war heute Morgen ein bisschen, ja, wie sagt man, röselig. Und dann habe ich es ganz einfach vergessen und dachte, jetzt komm, dann machen wir mal ganz in Ruhe. Ja, ich wünsche euch einen schönen Montag und vor allen Dingen einen schönen Start in die neue Woche. Da sitzen meine Freunde und warten darauf, dass sie Futter kriegen. Genau. Nein, die sitzen da nur so, saßen da nur so. Und ich wollte euch einmal das schöne Wetter zeigen. Schwuppdiwupp, von jetzt auf gleich kam die Sonne raus. Genau, und gefüttert habe ich die Vögel heute Morgen schon. Sieht man leider gar nicht. Doch, da liegt Futter überall. Guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 5. Oktober, morgens um 20 vor 7. Wir haben 8 Grad, es ist also frisch, aber jetzt noch nicht eisig. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später. Ich muss sagen, dass da hinten an den Bäumen, das sieht gut aus, das Blaue. Hallöchen, Hallöchen, da bin ich wieder. Ja, nachdem wir ja gestern auf die Probe gestellt wurden, da ja WhatsApp und Instagram alles nicht funktionierte, da merkt man erstmal, wie oft man so auf das Handy guckt. Mein Handy spinnt sowieso. Ich sag zum Udo irgendwann, ich sag immer, hast du das Internet ausgemacht? Nein, warum? Ja, ist so, meine Nachricht geht nicht raus. Ich hab das Handy ausgemacht, wieder angemacht, die ging immer noch nicht raus. Ja, ich denke, warte es immer. Mach das nochmal aus, wieder an. Und irgendwann kam dann die Nachricht, dass eben Probleme da sind und dass das alles nicht funktioniert. Ja, ich denke, okay. Dann habe ich mal ein bisschen wieder an dem Pulli von der Emma, wenn das mal ein Pulli werden soll. Ich habe keine Ahnung. Für mich sieht das aus wie ein Rock. Notfalls trägt sie den als Rock. Weiter gehäkelt und irgendwann sind wir auch ins Bett. Früher als sonst. Hat auch mal Vorteile gehabt. Ja, auf jeden Fall sind wir da mal früh ins Bett. Heute Morgen der ganz normale Rhythmus, der ganz normale Wahnsinn. Jetzt muss ich noch die Spülmaschine ausräumen und wieder einräumen. Einmal durchsaugen. Udo ist noch unterwegs, er kommt gleich wieder. Und dann gucken wir mal, was noch so ansteht. Ja, ich hatte ja gestern Langeweile, weil wie gesagt kein WhatsApp ging, ne? Dann habe ich in meinem Gesicht rumgequetscht und da hatte ich hier, wie heißen die Dinger? Grießkörner, nennt man die so. Habe ich ja öfters mal und den habe ich rausgekriegt und den nicht. Aber ich wollte auch irgendwann nicht mehr quetschen. Ich meine, sieht jetzt noch schöner aus, ne? Aber da bin ich ja so eine Friemeltante. Ich weiß, das macht man nicht, das weiß ich. Aber ich mache das. Ich bin da immer, ach, ich weiß ja nicht, auch so Mitesser und Co. kann ich genauso wenig leiden. Hin und wieder sind die dann mal dran. Und wie gesagt, sieht natürlich nicht schön aus, wird anschließend wahrscheinlich auch nicht schön sein, aber es störte mich trotzdem. Ich sag ja, wenn man dann auf einmal Zeit hat und Langeweile. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir mal. Ich werde jetzt die Spülmaschine machen, da freue ich mich. Ach, bügeln muss ich auch. Bügeln muss ich ja auch noch. Das hätte ich ja gestern mal tun können, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das werde ich auch noch irgendwann machen. Ich sage jetzt extra irgendwann, weil ich nicht weiß, ob ich das heute mache oder morgen oder gar nicht. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall, das werde ich machen, das muss ich machen, muss ich im Sinne von der nächste Ladung wartet, nämlich schon oben auf der Spüle, machen die Spülmaschine aus- und einräumen. Das wird jetzt so meine Aufgabe sein. Guckt euch an, wer noch nicht weg ist und jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen genießt. Lissy wusste ich, also bei ihr, wo ist mein Finger, da, wusste ich ja noch, wann war die draußen, vor ein paar Tagen und beim Paule dachte ich, der wäre weg. Der wäre schon eingegraben, ist ja schon eigentlich jetzt die Zeit, die kommt jetzt, wo es kühler wird und noch kühler bleibt. Aber jetzt gerade, als ich rauskam, habe ich gesehen,
Beide sitzen noch da und genießen die Sonne. So gehört sich das. Könnte ich auch stundenlang zugucken. So ganz so schön ist das Wetter nicht mehr, aber ich nutze es noch aus, denn die Wiese, die ist schon so hoch, ohne Mist, man muss zwischendurch schon die Füße richtig anheben, das geht gar nicht, also wird sie jetzt gemäht. Ja, hier sieht man es besonders, da und hier, genau, da werde ich nämlich jetzt mal mich mal hier ran machen und mähen. So sieht's aus. Da sind Äpfel, die schon gefressen wurden und nicht von uns. Und ich sehe gerade das Vogelpöttchen, muss ich auch machen. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist wie gespült. Machen das ernsthaft die Vögel so sauber oder hängen da so was wie Ohrenkneifer und so drin, die das dann so sauber putzen? Das ist bestimmt schon der dritte oder vierte Becher, der so gespült ist anschließend. Man könnte ihn fast im Schrank stellen. Das sieht doch schon wieder viel, viel besser aus. Ja, das Einzige, was man sieht, ich muss immer noch mal den Kantenschneider laden. Das vergesse ich. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da lasse ich den Udo heute einmal kochen. Und was macht der? Meinen Bambus-Rührlöffel kaputt. Ey, ich sag, wie hast du das denn gemacht? Ja, der war verrostet, sagt er. Nee, wie hat er gesagt? Morsch. Morsch, genau. Ich sag, ist klar. Zack, ist mein guter Löffel. Was für die Tonne. So, ihr kennt ja noch wahrscheinlich meinen Familienkalender. Ich bin ja mal jemand, ich brauche immer eine ganze Woche zur Übersicht und dann eben direkt so viele Spalten, dass ich für jeden von uns Termine eintragen kann. Das ist jetzt dieser hier gewesen. Jetzt muss ich mal eben kurz hier managen. Da legen wir mal eben einmal was drauf. Das ist die einzige Seite, wo nicht wirklich was draufsteht. Welchen haben wir denn hier? Den 6. bis 12. Dezember. Ja, der ist ja hier so schön aufgebaut. Da schreiben wir dann hier jedes Mal auf den Seiten. Also schreibe ich dann unsere Anfangsbuchstaben und eben welche Termine wird da reingeschrieben. Geburtstage werden extra noch aufgeschrieben, wenn ich an was denken muss. Das schreibe ich alles in den Kalender und da wird mehrfach am Tage reingeguckt und auch wenn der Udo Termine macht und der ist hier zu Hause, wird da mal reingeguckt, weil, ja, ich manage eben alles hier. Zumindest so gut es geht. Ja, und jetzt musst du natürlich ein neuer her für 22. Für nächstes Jahr. Genau. Und der ist hier so aufgebaut. Das finde ich sehr gut. Da hat man nämlich hier, ich hoffe, man kann das erkennen, eine Spalte. Also man schreibt das jetzt hier drauf. Und die Seiten sind nicht komplett lang. Na genau, ja. Die sind nicht komplett lang. Das heißt, ich muss einmal nur unsere Buchstaben hinschreiben und kann jedes Mal blättern und die bleiben eins, stehen. Eins, was daran doof ist, guck mal, hier ist das drauf und da nicht. Da ist alles frei, so mit Bildern. Ja, das muss ich noch machen. Das muss ich noch verschönern, genau. Ja, neuen Terminkalender, denn der alte quillt nämlich schon. Mit Terminen, die ich behalten muss, schon für nächstes Jahr. Die kann ich dann hier schön eintragen. Hinten sind, glaube ich, auch ja, Stundennotizen und für Stundenpläne und ach, ist alles mit dabei. Genau, den habe ich bei Amazon bestellt. Ach, was haben wir denn hier? Skizzen. Ach, da ist alles bei. Da, Stundenpläne. Kann man da alles eintragen. Packliste für den Urlaub. Also ich finde den wirklich super. Auch hier wieder mit so einem Trennjäger, wollte ich gerade sagen. Mit so einem Trennstück. Und man kann, genau wie den anderen, aber das brauche ich jetzt nicht hier wirklich, den mit so einem
Mein Gott, mit einer Hand ist das schwierig. Mit so einem Gummi verschließen. Genau, so sieht's aus. Da werde ich, den werde ich noch verschönern, denke ich mal. Und dann zeige ich den euch. Und dann werde ich dann auch die Termine eintragen. So, und jetzt werde ich hier für den Abendbrotstisch deckeln. Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 6. Oktober, morgens um 20 vor 7. Es ist durch den Wind ganz schön frisch. Aber da müssen wir durch. Genau, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Mittwoch und vor allen Dingen einen schönen Wochenteiler. Guten Morgen, guten Morgen. Ach, wir haben schon guten Tag. Ja, guten Morgen, Steffi. Ja, ihr steht etwas schief. Ich sitze gerade, ihr steht schief, weil hier die Puzzle noch am Tisch liegen. Und dann steht ein Bein Kopf hier, so ungefähr. Ja, heute Morgen die ganz normale Schulfahrt gemacht und anschließend war ich einkaufen. Genau, wir brauchten nämlich Brot, ganz dringend Margarine. Da war doch noch irgendwas. Ich habe da noch was einkauft, ja, Obst, Gemüse, sowas halt habe ich noch eingekauft. Ach ja, und für das Mittagessen heute mit Bohnen untereinander. Da brauchte ich noch ein paar Böhnchen, denn jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Genau, das brauchte ich noch. Und ja, dann hier zu Hause haben wir erstmal gefrühstückt. Anschließend habe ich hier soweit die Bude aufgeräumt, gemacht, getan, wie sich das gehört. Ja, jetzt bin ich hier gerade dran und häkel einen neuen Pulli, also genau dasselbe, andere Wolle und diesmal eine größere Nadel. Das alte Stückchen sah so aus, wie ein Röckchen, sage ich euch doch. Geht hier auseinander schön, muss auch noch ein Stück, aber ich werde beides fertig machen, um einfach zu gucken. Das habe ich mit einer 3,5er Nadel gemacht. Und der ist zwar weich, um Gottes Willen, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist der so, keine Ahnung, ich werde testen. Also ich werde auf jeden Fall weitermachen, aber wer mich kennt, weiß, ich habe keine Geduld, also mache ich das diesmal mit dieser Wolle, dieser Glitzerwolle, wo ich das von Anfang an machen wollte, und eine 4er-Nadel. Ja, das sieht schon locker aus, die Wolle dehnt sich hier auch. Wir werden es testen. Wir werden es testen. Ich bin ja noch in der Übungsphase und so schnell gebe ich da nicht auf. Ja, wie gesagt, gleich mache ich Mittagessen. Dann wird das restliche Kind noch abgeholt. Genau. Ja, und dann, was haben wir denn heute Mittwoch? Heute steht mal nichts an. Das Wetter ist so wirklich wechselhaft. Gerade wollte die Sonne rauskommen. Und jetzt sieht es schon wieder nach Regen aus. Es hat von heute Morgen an, oder ich glaube von gestern durch bis heute, nur geregnet. Jetzt ist mal eine größere Pause gewesen, oder ist eine größere Pause. Ja, ich sage ja Herbst, der Herbst ist da. Das Schöne ist, ich bin Kerzen am Abflammen. Die hier zeige ich euch. Na, nicht runterfallen, nicht runterfallen. War mal meine Tannenzapfe, die ich ja neu geholt habe in der Küche, in dem Glas, was eigentlich meine Blumenvase war. Brennen auch ein paar Kerzen ab. Also es wird hier schön runtergefahren, ne? Sollte ich ja auch. Ja, man merkt das ja selbst in dem Jahr, sage ich jetzt mal, sind, was weiß ich, grüne Kerzen modern. Dann findest du das schön, wobei ich ja immer nur das hole, was mir gefällt und nicht, was modern ist. Ja, und dann behältst du das, weil die wieder so schön sind und im Endeffekt brennst du gar nichts ab. Dann kommt wieder was, was noch schöner ist und dann hast du aber die alten Kerzen noch. Also wird von nun an alles abgebrannt. Genau. Und ich werde gleich was kochen, genau. Es ist ja Herbstzeit, da werde ich wieder einen Zitronen-Ingwer-Honig-Shot, wie auch immer, kochen. Das Rezept findet ihr auch auf meinem Kanal. Genau, das werde ich gleich machen, da freue ich mich auch drauf. Kann ja nicht verkehrt sein bei dem Wetter. Hätte ich schon vielleicht mal ein bisschen eher anfangen sollen. Aber besser spät als nie, oder? Oh, dafür gibt es, glaube ich, gar keine Zeit.
Im Sommer kannst du das ja auch gekühlt trinken in, was weiß ich, kaltem Sprudelwasser oder so. Wobei ich bin jemand, ich mag das wirklich nur eiskalt. Meine Schwiegermama trinkt das gerne im heißen Wasser. Das mag ich wiederum nicht. So ist jeder anders, das ist auch gut so. Ja, man muss so seinen Weg finden, ne? Genau. Das werde ich nachher noch kochen. Und sonst werden wir sehen, was noch kommt, noch passiert, noch sein wird. Hier kocht einmal das Mittagessen, die Bohnen und Fleisch, Kartoffeln, den Kartoffelbrei. Und hier mein Ingwer-Zitronensirup. Genau, den habe ich nämlich heute schon mal in dieser Maschine gemacht, beziehungsweise das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Da stehen sie, meine Flaschen, zum Auskühlen. 2 Liter Ingwer-Zitronensirup. Jeden Morgen ein kleines Pinneken voll und alles wird gut. Hoffen wir mal. Letztes Jahr hat es mir sehr gut geholfen. Und mal gucken, wie dies Jahr ist. Ja, ihr seht ja, wie das Wetter hier aussieht. Jetzt ist gerade mal eine Regenpause. Und ich glaube, da oben sieht man sogar ein Stückchen blauen Himmel. Zumindest, ja, stellt man sich das vor. Es ist windig, es ist frisch, es ist kühl, ungemütlich. Und ich werde jetzt den Vlog beenden, denn hier wird heute nichts mehr Großartiges passieren, außer Abendbrot essen. Und sich dann später auf die Couch fläzen. Deswegen. Und auf die neue Regenschauer warten. Genau. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Restmittwoch. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.